So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum 20. Türchen. Ich bin gespannt. So viel haben wir jetzt gar nicht mehr, aber wir müssen auf jeden Fall noch die Mützen retten, ne? Geleitet von den Sternen fliegt Edmund durch die Dunkelheit. Micke ist ganz still und in sich gekehrt. Wenn wir zu Hause sind, dann schauen wir uns zusammen ein Eishockeyspiel an. Okay, sagt Lea. Micke nickt nur. Das hast du dir doch schon so lange gewünscht. Und danach lassen wir es uns auf dem Weihnachtsmarkt gut gehen. Okay, sagt Micke leise und weint lautlos. Lea kaut auf ihren Lippen, die von der Kälte ganz trocken und rissig sind. Micke, so traurig zu sein, bricht ihr das Herz. Es ist sicher besser so, sagt Lea und merkt so spät, dass sie es laut ausgesprochen hat. Micke schaut sie auf. Wie meinst du das? Lea zögert. Es ist sicher besser, dass kein Weihnachtsmächte aus dir wird. Du bist so gemein, Lea. Mensch, denk doch mal an deine Eltern, die ihr Kind verlieren. Meine Güte, ich flipp ja noch aus. Also, ich verstehe die Geschichte, aber sie ist halt auch irgendwie, sie ist selfish, sie ist egoistisch auf beide Seiten. Ne? Also, sie ist egoistisch, weil Lea nicht möchte, dass Micke seinen Wunsch bekommt, aber sie ist auch egoistisch, weil wenn Micke seinen Wunsch bekommt, verlieren seine Eltern ein Kind. Oder sie vergessen, dass sie jemals ein Kind hatten. Ich meine, das ist wenigstens gnädig, aber irgendwie, es ist halt schwierig. Ich mache mir doch nur Sorgen, weil ich dich lieb habe. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Lea umarmt Micke von hinten. Schaut nur, da unten, ruft Edmund. Das glaubt ihr nicht. Die Weihnachtswichtelmützen. Sie überfliegen ein flackerndes Feuer. Unter ihnen sprühen Funken wie Glühwürmchen in den Nachthimmel. Lea erkennt Kronwald und Hegbert, die am Feuer sitzen und das Schmählied singen, das Lea zuvor an der Schenke schon gehört und mitgesungen hat. Das mit den Weihnachtswichtelmützen gefüllte Netz liegt hinter ihnen neben einem Felsen. Edmund fliegt einen großen Bogen. Mein Bedarf an Trollen und bösartigen Wichteln ist gedeckt, sagt Lea und beobachtet, wie Kronwald das Netz mit den Mützen in eine Holzhütte schleppt und mit dem leeren Netz wieder rauskommt. Nein, auf keinen Fall, ruft Micke. Das ist unsere letzte Chance, die Weihnachtswichtelmützen zurückzubekommen. Micke, wir bringen uns dadurch nur in Lebensgefahr. Keiner von uns hat Zauberkräfte und wir können Kronwald nichts entgegensetzen. Er ist viel zu stark. Bestimmt haben Trolle auch Schwachstellen, überlegt Micke. Schwachstelle, oh, ich bin so ein Schusse, warum fällt mir das jetzt erst ein, ruft Edmund. Pass auf, der hat jetzt was. Während er am Himmel kreist. Was denn? Lachen, wenn Trolle mal damit anfangen, können sie nur schwer wieder aufhören. Du meinst, wir sollen sie durchkitzeln, schnappt Lea? Nein, Witze erzählen, antwortet Micke und grinst. Edmund nickt. Genau das, kein Troll kann einem schlechten Witz widerstehen. Je schlechter, desto besser, sie werden richtig süchtig danach. Okay, und was ist mit Hegbert? Kommen Sie in Sinn, Hörweite, schreit Micke. Was sind die letzten Worte eines Waldwichtels? Kronwald schaut sich suchend um und fährt sich mit der Zunge über die Lippen, während Edmund landet. Lies weiter auf Seite 101. Ich bin irgendwie noch ein bisschen abgelenkt von der Storyline hier. Jetzt wollte ich hier 101 draufschreiben. Das ist 20b. So, 20b. Ach, hey. Wirf mal die Axt rüber, ruft Micke ihm die Antwort zu und steigt ab. Okay. Woher kennt er denn Witze über Waldwichtel? Kronwald fasst sich mit beiden Händen an seinen Bauch, der heftig zu zucken beginnt. Das ist sowas wie, was sind die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Speere zu mir. Und verzieht das Gesicht. Micke stellt sich dicht vor Kronwald. Was sagt man, wenn man einen Troll mit zwei Köpfen sieht? Hegbert springt auf Kronwalds Rücken und stopft ihm von hinten seinen Zeigefinger in die Ohren. Ich will den Witz hören, ruft Kronwald und schüttelt Hegbert ab. Guten Tag, schreit Micke und jubelt, während Kronwald lauthals loslacht und sich dabei im Schnee wälzt. Okay, den fand ich nicht witzig. Ich hab auch einen, schnattert Edmund. Was steht auf dem Grabstein eines Weihnachtswichtels? Bitte, ich muss es wissen. War nur ein Scherz, antwortet Edmund. Oh Gott, der war auch nicht witzig. Ah, ist der gut. Ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Also was steht auf dem Grabstein eines Weihnachtswichtels? War nur ein Scherz. Kronwald legt sich flach auf den Rücken und atmet schwer. Also ich meine, es wurde ja gesagt, wie dümmer die Witze, desto besser. Aber irgendwie. Der erste hat noch Sinn ergeben mit den Äxten. Edmund erleichtert. Nee, warte mal. Erleichtert beobachtet Lea, wie Micke und Edmund den Troll mit Witzen besiegen. Sie eilt in die Hütte. Vielleicht steckt in den Mützen noch etwas Magie, die ihnen helfen könnte. Doch als sie mit einem Arm vor Weihnachtswichtelmützen wieder zurückkommen, sind Kronwald und Hegbert weg. Hegbert hat Kronwald seine Socken in die Ohren gestopft, ihm einen Tritt gegeben und ihn in den Wald gezogen. Sagt Micke, die zwei waren zu stark für Edmund und mich, aber ich habe mir was einfallen lassen. Okay.
hilft Mickey, seinen Plan umzusetzen. Der Code ergibt sich von oben nach unten. Also, ein vielversprechender Plan. Aha, hier sind Clowns. Das ist eine Grube, Schaufel, Nagel, Stein, Edmund, Keule, Weihnachtswichte und Spitzhacke und noch Nadel. Und Netz und Haus ist eins. Okay, zuerst buddelt Mickel mit Schaufel und Spitzhacke. Also 1 und 10. Heimlich ein Loch zwischen Hütte und Felsen. Dann spannt Lea ein Netz über dem Loch, schnappt sich die Keule und befestigt es mit Nägeln. Edmund, das ist Edmund, platziert vor dem Loch so den Troll und den Wichteln. Edmund platziert sich vor dem Loch und lockt so den Troll und den Wichtel an. Kurz bevor sie ihn erreichen, fliegt er schnell in die Luft. Von dort aus beobachtet er die beiden Clowns, wie sie hoffentlich in die Grube fallen. Danach treffen sich alle drei am großen Felsen. Der Code ergibt sich von oben nach unten. Also ich habe ja keine Ahnung, 10 Zeilen aufgeschrieben. Also zuerst buddelt Mickel mit Schaufel und Spitzhacke. Also 1 plus 10. Nee, ich glaube, die Lösung ist eine andere. Ich brauche eine Folie. Wo sind denn meine Folien? Oh Gott, ich habe aufgeräumt. So, also zuerst Schaufel, das ist die Spitzhacke. Also mit Schaufel und Spitzhacke ein Loch zwischen Hütte und Felsen. Okay, ich hatte wirklich gehofft. Ich hatte wirklich gehofft, wo es funktioniert. Wo ist denn hier mein Wasser? Wasser und Taschentuch. Das war es irgendwie nicht. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also wenn wir uns hier den ersten Abschnitt angucken. Ne? Wir haben Schaufel mit einer 1 und wir haben die Spitzhacke mit der 10. Dann haben wir ein Loch mit der 3 und hier haben wir die Hütte mit der 1 und hier haben wir den Felsen mit der 4. Der Code ergibt sich von oben nach unten. Ich meine, wir könnten auch von hier nach hier nach hier und da, das bringt ja nichts, ne? So, und er hat gesagt, zuerst mit Schaufel und Spitzhacke. Heimlich ein Loch. Und zwar zwischen dem dazwischen. Dann haben wir eine 4. Ne? Also zwischen den beiden, dann hätten wir eine 4. Keine Ahnung, ob das irgendwie einen Sinn ergibt. Ich versuche das jetzt einfach mal. Dann hätten wir eine 4. So, zweiter Abschnitt. Dann spannt Lea ein Netz. Hier ist das Netz. Über das Loch. Das Loch ist aber nicht unterstrichen. Dann haben wir hier eine Keule, Netzkeule und befestigt es mit Nägeln. Und wir haben hier zwei Nägel.
nicht so schwer sein. Nein, das Loch ist nicht unterstrichen. Was ist denn, wenn wir das Loch trotzdem mitnehmen? Ich weiß es nicht. Lea spannt ein Netz über das Loch. Hier ist auf jeden Fall das Loch. Und befestigt das Netz mit den Nägeln. Nee, Quatsch. So. Aber das Loch ist ja gar nicht, das ist nicht unterstrichen. Das Loch ist nicht unterstrichen. Es ist, ja. So, ein Netz. Sie spannt ein Netz, schnappt sich die Keule und befestigt es mit den Nägeln. Nägel haben wir zwei. Also, sie schnappt sich ein Netz, sie spannt ein Netz und schnappt sich die Keule. Aber egal, was ich mit diesen zwei Nägeln mache, da kommt halt nichts bei rum. Aber ich wette, das ist die Lösung. Ich verstehe das nicht. Spannend finde ich übrigens auch immer wieder, das ist ja schwarz, dass das Grün ausblutet. Okay, dann haben wir Edmund, platziert sich vor dem Loch und so lockt so den Troll. Es ist nur Wichtel unterstrichen. Wichtel, also Edmund Wichtel. Kurz bevor sie ihn erreichen, fliegt er in die Luft. Von dort beobachtet er die beiden Clowns. Also er beobachtet die Clowns. Und dann trifft man sich am Felsen. Man kann natürlich auch, wenn man der Reihenfolge geht, ich zerdenke das wahrscheinlich wieder sehr kompliziert, ne? Edmund, Wichtel, Clowns, Felsen. Und dann hat man wieder keine Zahl. Ich verstehe das nicht. Warte mal, das erste war Schaufel. Schaufel, Spitzhacke, Loch, Hütte, Felsen. Aber so wird ja auch nichts draus. Es kann doch nicht sein, dass ich wieder in die Lösung gucke. Das kann doch nicht so schwer sein. So, aber wir hätten hier quasi, hier oben hätten wir 1, 10, 3, 1 und 4. So, dann haben wir hier eine 1, eine 3 und 2 Nägel, also 5, 5. So, und hier unten hätten wir 1, 2, 5 und 4. Ich werde da nicht schlau draus. Also ich bin mir sehr sicher, dass nur das zählt, was unterstrichen ist. So, Schaufel, Spitzhacke. Und zwar ein Loch zwischen Hütte und Felsen, also eigentlich hier. Das wäre dann tatsächlich nur eine 1. Mann! Das ist ja total lächerlich, dass ich wegen jedem Scheiß hin reingucken muss. Es kommt einfach nichts Sinnvolles bei raus. Wie kannst du den Plan von Seite 103 nur umsetzen? So viel sei an dieser Stelle verraten. Gerechnet wird hier nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Zu den unterstrichenen Wörtern gibt es jeweils eine kleine Zeichnung. Sind dir die Zahlen in den Zeichnungen aufgefallen? Wie passen die nur zu den unterstrichenen Wörtern im Text? Den Hinweis würde ich jetzt nicht ankreuzen, weil wir haben alles Mögliche versucht. Wisst ihr wie? Also wir haben nicht gerechnet. Wir haben einmal hier die Zahlen aufgeschrieben. Leuchtet mir jetzt nicht ein. Und wir haben einmal versucht, die zu verbinden. So, den ersten Hinweis würde ich uns jetzt nicht ankreuzen, weil der bringt mich jetzt, glaube ich, nicht weiter.
Tipp 2. Jeder Absatz im Plan auf Seite 103 steht für eine Ziffer. Das haben wir uns gedacht, deswegen habe ich es versucht aufzumalen. Der Code ergibt sich von oben nach unten. Die erste Codeziffer lässt sich also mit dem ersten Absatz herausfinden. Das habe ich mir gedacht. Da dachten wir, das ist eine 4. Das erste unterstrichene Wort in diesem Absatz ist Schaufel. Die Zeichnung mit der Schaufel zeigt die Ziffer 1. Aber warum? Das Wort Schaufel hat doch viel mehr Buchstaben. Gut, dann kreuzen wir uns den zweiten Hinweis an. Also, der erste Buchstabe in Schaufel ist ein S. Der zehnte in Spitzhacke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist ein E. Und dann kommt hier 6 bei raus. Ja. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Wäre ich nicht darauf gekommen, die Buchstaben zu zählen. Dann ist das ein 9. Huch. Der dritte Buchstabe in Keule ist ein U. Und der fünfte in Nägel. 0! Okay. Das sind also doch 2 Nägel. Okay. So, der erste in Edmund ist ein E. Also wird es ja jetzt 1 bestimmt, ja. 1. Oh Gott. Und der Code von oben nach unten. 601. Meine Güte, das war eine schwere Geburt. Nehmen wir überhaupt noch auf, ja? Ich werde nie aufhören. Weil wir hatten schon ein Rätsel, wo wir Buchstaben zählen mussten. Und das wäre viel cooler gewesen. Aber ja, wozu dann die Zahlen, ne? Wozu die Zahlen? So, das ist die 193. 193. Die stimmen. Also ist das hier wahrscheinlich die 21. Ja. So, dann würde ich sagen, für heute mache ich Schluss. Da habe ich zwar nur 3 Rätsel gedreht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute ist irgendwie nicht mein Rätseltag. So, der ganze Kladderadatsch kommt hier rein. Vor allem das hier ist ganz wichtig. Und die Mütze brauchen wir nochmal. Ja, war irgendwie heute... Nee, war definitiv nicht mein Rätseltag. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Habe ich überhaupt jetzt ein Rätsel gelöst, ohne in die Lösung zu gucken? Die 3 Tage? Ich weiß es nicht. Meine Güte. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.